Definitiv stimmt da ja was nicht. Ne? Irgendeine Geschichte wurde ja aufgetischt und irgendeine stimmt ja nicht. Für die Kripo-Beamten stellt sich jetzt die Frage, ob der 25-jährige gedächtnislose Mann Opfer oder Täter ist. Ein Kollege der Schutzpolizei hat dazu Neuigkeiten. Ich habe die Blutergebnisse hier von der KTU unten gerade geholt. Also das Blut ist definitiv von der schwangeren Frau und nicht vom Fahrer. Wie können wir das jetzt sagen, dass das von der schwangeren Frau ist? Ja, die Blutergebnisse wurden getestet und wir haben es doch mal mit dem Frauenarzt abgesprochen. Ach, also, ihr habt das alles schon gehabt? Ja, wir haben das geklärt mit ihm. Okay. Also es ist definitiv ihr Blut. So ist es, es ist jetzt bestätigt, aber das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Ne? Wo ist die Frau? Die ist nicht erreichbar? Die ist nicht erreichbar, ne. Und da ist Blut von ihr dran. Und er baut einen Unfall, ist selbstverletzt und hat noch eine Spielzeugknarre dabei. Also, ganz ehrlich. Ich bin im... Lass es uns da. Hin. Ja, okay. Danke dir. Aber wie passt denn mit alle zusammen? Gut. Entschuldigung, vielleicht mal ganz kurz. Wer ist das hier? Ich kenne den. Ja, das ist hier der Verunfallte, genau. Der dann auch diese Platzwunde am Hinterkopf hatte. Das ist mit dem Auto da quasi. Okay. Warum? Okay. Ja, weil wir vor einer Stunde haben wir eine Meldung bekommen über einen Raub in einem anderen Verkaufsladen. Hat uns eine Dame gemeldet. Also die Beschreibung passt perfekt auf ihn. Also das Jackett, die Krawatte, dieser Anstecker hier, das ist definitiv er. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht man ja oder nicht? Der hat den Laden mit irgendeiner Spielzeug. Was ist das hier für eine Pistole? Na, das ist, die haben das wir bei ihm im Auto gefunden. Habt ihr die hier? Ja, genau. Kann ich die anfassen? Ja, wir haben die Spielzeug schon gefunden. Das ist eine Spielzeugpistole, ne? Ja, genau so was hier mit ja, klar, mit den roten Kugeln hier, wo diese roten Ringe reinkommen, diese Platzpatronen. Das seid ihr euch sicher? Hundertprozentig. Wir müssen jetzt in dem Fall natürlich relativ schnell handeln. Wir müssen jetzt zunächst mal in diesen Laden fahren und dort selber nochmal Ermittlungen anstellen. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass uns der möglicherweise Tatverdächtige aus dem Krankenhaus eben nicht abhanden kommt und deshalb dort auch eine Streife hinschicken. Gut, kommen Sie mit. Okay. Ihr seid ja noch hier, ne? Dann lassen wir die Sachen hier noch liegen. Genau. Und kommen dann gleich wieder. Der Täter konnte bei dem Raubüberfall kein Geld erbeuten. Die Ermittler wollen die Verkäuferin des Geschäfts zu dem Mann befragen und ihn durch seine Schwester identifizieren lassen. Zuvor erhält die Kriminaloberkommissarin aber einen beunruhigenden Funkspruch. Die Frau, für die Ladenbesitzerin, die ist nicht verletzt worden. Hast du es gehört? Nee, was denn? Der Herr Meier ist geflüchtet aus dem Krankenhaus. Die sollten ihn noch bewachen. Was ist denn da jetzt passiert? Also, komm, lass uns erstmal hin. Ist jetzt fraglich, ob er vielleicht sich an irgendwas erinnern konnte und deswegen weggelaufen ist oder vielleicht sogar als Täter in Frage kommt. Können wir noch irgendwas kaputt machen oder seid ihr jetzt wirklich so weit durch? Habt ihr überall schon Spuren? Haut rein, es ist alles gesichert und wir sind jetzt welche. Dann holen wir uns den Bericht in Kopie. Machen wir das später. Okay, wir sind auch von der Kriminalpolizei. Die Sache wurde ja schon aufgenommen, ne? Ja. Sie sind jetzt die Besitzerin, ja? Ja. Kommen Sie doch mal gerade, Sie sind noch aufgeregt, gell? Ja, das können wir nachvollziehen. Die Kollegen waren ja hier, die haben ja mit Ihnen gesprochen. Geht's Ihnen soweit gut? Ja, so. Ich bin noch immer ja, das so, sieht man. So nervös, Gott. Ja. Lara Grünberg ermittelt, dass die Verkäuferin sich gewehrt und den Täter dabei verletzt hat. Die Kommissare sichten die Aufnahmen der Überwachungskamera, um herauszufinden, ob es sich bei dem Mann wirklich um den Unfallfahrer handelt. Hier stand dieses Regal. Hier stand das Regal. Gut. Und ich habe halt gerade hier die Abrechnung gemacht, neue Ware reingekommen und alles überprüft. Ach, die Preise. Das ist aber blauer Anzug. Das ist mein Bruder. Und ich kann hier, das ist doch die Person, kann ihn deutlich erkennen, die wir auf dem Foto haben, oder? Telefoniert? Oder hat irgendwas, also ein Handy, ne? Das sah aus wie ein Handy. Okay, na gut, warten wir mal ab. Das war Ihr Bruder? Okay. Ja, ich hab ihn leider erkannt, ja. Blauen Anzug und dann hier die Spielzeug. Sieht man gleich, dass es eine Spielzeugwaffe ist. Sie haben sich ja gar nicht beeindrucken lassen, ne? Das haben Sie wirklich super gemacht. Nein. Der wird sowas niemals tun. Wirklich, ich kann das alles nicht verstehen. Wenn, dann muss er wirklich einen triftigen Grund haben, aber es passt einfach nicht zu ihm. Aber das sieht ich ja jetzt meinen Bruder aus. Aber es ist, mal, das der ist doch, der schaut da auf. Mal, der hat irgendwie, der telefoniert aber nicht. Der hat irgendwie sein Handy in der Hand. Schaut auf sein Handy, ja. So. Mal ganz aber ehrlich. Haben noch kein Handy gefunden, oder? In dem Auto? Nee, die Kollegen haben das ja. Genau, die haben keins gefunden. Er ist jetzt geflüchtet. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Kollegen jetzt erreicht haben, ob sie ihn nochmal telefonisch erreichen wollten. Weißt du, was ich gerade überlege? Guck mal, in dem Moment, wo der hier diese Regal auf dem Kopf kriegt, fällt er ja hin. Vielleicht hat er das Telefon ja hier irgendwo verloren. Haben Sie beim Aufräumen, haben Sie irgendwas festgestellt? Können wir mal schauen? Die Kripo-Beamten finden das Handy tatsächlich im Laden.
Die Schwester kennt den PIN zum Entsperren des Mobiltelefons. Da Gefahr im Verzug ist, bitten sie die junge Frau um den Zugangscode und ermitteln das Motiv des Raubüberfalls. Das ist Ina, das ist die Freundin von meinem Bruder. Bring die 10.000 Euro bis spätestens 18 Uhr zu dem vereinbarten Treffpunkt. Oder deine Kleine wird es nicht gut bekommen. Wer macht denn sowas? Deine Kleine? Also ich muss jetzt noch mal sagen, sie ist hochschwanger. Die ist hochschwanger. Ja. Okay. Oh mein Gott. Da, und sie ist gefesselt, ne? Hier, schau mal, die Hände. Können Sie sich irgendwie vorstellen, wo das sein könnte? Gib mir mal ein Funkgerät. Können Sie sich das vorstellen? Keine Ahnung, das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Pass mal auf, mach dir mal. Ich werde mal eine Streife dort vorbeischicken, genau, bei der Meldeadresse von der Frau. Genau. Dann sollen die mal gucken, ob es ihr gut geht. Ja, man könnte jetzt hier mutmaßen, dass er vielleicht unter Druck gesetzt wurde, unser Tatverdächtiger, und deswegen diesen Raubüberfall begangen hat, um an Geld zu gelangen. Das sind alles Mutmaßungen, aber die weiteren Ermittlungen werden uns da weiterhelfen. Dann würde ich sagen, wir haben hier die Nummer, wir fahren jetzt direkt zur Wache, überprüfen das mit der Nummer, mit Orten und allem drum und dran. Okay. Ja, dann kann ich da vielleicht mitfahren? Vielleicht Sie fahren auf jeden Fall mit. Bei Ihnen ist alles aufgenommen. Ja, ja. Und falls noch Fragen sind, dann... Genau, die Kollegen werden sich dann aber mit Ihnen in Verbindung setzen, okay? Ja. Okay. Dann schon mal vielen Dank, so, ja? Kommen Sie gerade mit. Die Geldübergabe soll in 2 Stunden stattfinden. Die Kommissare leiten eine Fahndung nach dem Verletzten ein. Womöglich versucht er, das Geld durch einen weiteren Überfall aufzutreiben. Stefan Novell und Sarah Freitag suchen an der Meldeadresse des Paares nach dem Mann und seiner Freundin. Ja, das ist 1624. Wir haben die Fahndung mit und wir sind jetzt auch an der Wohnung von der Frau Heidkamp angekommen. Tja. Morgen. Morgen. Küsse bitte. Natürlich, das machen wir immer. Wo die Schwangere festgehalten wird, war anhand der Nachricht auf dem Handy nicht zu ermitteln. Die Entführung hingegen hat offenbar genau hier stattgefunden. Guck mal. Oh, die ist auf. Steht die Tür auf. Hallo, hier ist die Polizei. Ist jemand da? Und? Hallo? Hallo? Oh. Polizei? Komm mal her. Gehst du mal nach rechts vor? Ich sichere hier mal ab. Hier ist ein Schlafzimmer, durchwühlte Wäsche. Okay. Hallo, ist hier jemand? Badezimmer ist safe, kannst vorrücken. Mhm. Okay. Okay, sieht soweit safe aus. Ich will einmal unter das Bett noch gucken. Oder wo kaum jemand unter. Nee, das glaube ich auch weniger. Nee, soweit alles gut. Oh, da hat irgendwie ein Kampf stattgefunden, oder? Oh, das Bett ist total zertrümmert. Ja. Oh, das ist ja auch kaputt hier. Das sieht jetzt nicht nach einer Babyparty aus. Nein, guck mal, ist auch überall. Sie hat ja noch kein Kind. Sie hat sich schon Sachen geholt. Und Vorfreude. Also ich glaube nicht, dass sie das alles kaputt macht. Also hier in diesem Raum sind ja diverse Kleidungsstücke von Kleinkind jetzt erstmal aufgefunden worden. Sieht alles ein bisschen verwüstet aus hier. Wir können uns jetzt erstmal so keinen Reim drauf machen, ob einer hier was vielleicht gegen kleine Kinder hat oder was ich jetzt hier noch weiter herausstellen sollte. Ja, wer macht denn so schöne neue Sachen kaputt, wenn er nicht irgendwie wütend ist oder Hass hat? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutter sowas macht. Nee. Wir gehen mal vielleicht vor noch in den anderen Raum. Die Polizisten folgern, dass der Täter etwas gegen die Familiengründung des Paares hat und die Hochzeit verhindern wollte. Und das mit aller Gewalt. Da ist ein Blutfleck drauf, sogar einen ganzen Handabdruck. Was ist jetzt aber in erster Passt Linie? Zu ihrem Freund, der ja diesen Anzug anhatte, ne? Als wenn die beiden sich wirklich auf eine Hochzeit vorbereitet im haben. Im Prinzip schon, ja. Hier liegen auch noch so Papierschnipsel. Mhm. Ich denke mal ein Foto oder so. Ach du meine Güte, ich war am Puzzeln immer nicht so gut. Aber es sind nur 3 Teile, das werde ich hinkriegen. Da ist ja unser Freund hier ganz eindeutig auf dem Foto, der Herr Meier, ne? Der Herr Meier, und ich gehe mal davon aus, dass das dann die Freundin ist, die Schwangere, ne? Mhm. Ja, sieht ganz nach den beiden aus, also... Hier noch? Er war jetzt im Krankenhaus, er ist verunfallt, war im Krankenhaus. Guck mal hier, eine Zigarettenschachtel. Im Wohnzimmer bei den ganzen Verwüstungen haben wir dieses Zigarettenpäckchen aufgefunden. Ist, sage ich mal, im ersten Fall jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches. Jedoch ist unserer Erkenntnis nach weder der Herr Meier hier im vorliegenden Fall Raucher. Ferner ist es auch unwahrscheinlich, dass seine schwangere Lebensgefährtin Raucherin ist.
Also es könnte hier gut möglich sein, dass wohl hier noch eine dritte Person mit im Spiel ist. Gut, also Spusi kommt her. Genau, die Zigarettenschachtel, die nehmen wir schon mal mit. Vielleicht finden wir ein paar Fingerabdrücke drauf, die auf eine Person bedeutet. Weißt du, wenn wir gleich nochmal befragen können? Wir haben doch unten hier dieses Hausmütterchen, die da am Fegen war. Ach, das ist eine gute Idee. Ne? Ja. Die können wir gleich nochmal ansprechen. Genau. Ja. Und andere Nachbarn, das können dann die Kollegen machen. Genau. Dass wir hier nochmal eine gezielte Befragung machen, falls wir noch was brauchen. Runter, ne? Noch ist fraglich, wer etwas gegen die Hochzeit des Paares hat. Von der Nachbarin ermitteln die Beamten wichtige Anhaltspunkte auf den Unbekannten. Hallo, eine Frage. Wir waren eben oben in der Wohnung von der Frau Heidkamp. Da ist ziemlich alles verwüstet. Können Sie uns vielleicht sagen, wo die Frau Heidkamp sich zurzeit aufhält? Oder? Die ist mit ihrem Cousin zum Krankenhaus wohl gefahren, weil die hatte Nasenbluten. Ach, okay. Die hatte Nasenbluten und dieser Cousin, den haben Sie hier schon öfter gesehen, oder? Nein, aber ich kann Ihnen sagen, wie der ausgesehen hat. Das wäre ganz gut, ja. Wie sah der denn aus? Der war also sehr muskulös, hatte eine Glatze und ein Grüppchen am Kinn. Okay. Wie groß war der? Circa 1,90. Die Einsatzkräfte wollen die Beschreibung des Entführers an die Kollegen der Kriminalpolizei weitergeben. Doch plötzlich taucht eine bekannte Person auf. Na, Moment, hallo, Herr Meier! Mensch, wir kennen uns doch! Bleiben Sie mal hier! Komm mal her, Freundchen. Wo wollen Sie denn hin? Runter. Sie erinnern sich ja bestimmt noch an uns. Herr Meier, ne? Herr Meier, Sie waren eben noch im Krankenhaus. Wo wollten Sie denn jetzt hin? Wolltest du nach Hause? Ich wollte einfach Also ein bisschen erinnern tun Sie sich dann ja doch, wenn Sie den Weg nach Hause finden. Nein. Ist Ihnen wieder was eingefallen? Nichts, nein. So, Herr Meier, hören Sie mir mal zu. Wollen Sie mich hier ganz verarschen? Ne? Da können wir auch mal ganz andere Seiten aufziehen. Also mittlerweile glauben wir, dass der Herr Meier hier uns seine Amnesie nur vortäuscht, dass er hier jedoch seine Lebenspartnerin entführt hat. Das glauben wir hier im vorliegenden Fall auch weniger. Was ein bisschen seltsam ist, er hat ja hier trotz allem, sage ich mal, einen Laden überfallen. In der Eigenart an sich ist es schon komisch, dass er hier dann bei seinem Wohnhaus auch wieder auftaucht. Das erscheint jetzt erstmal hier alles nicht ganz sinnig. Das war zufällig, dass ich jetzt hier lange... Ach, zufällig, genau, ja. Sie erinnern sich nicht an Ihren Namen, aber Sie wissen noch genau, wo Sie wohnen, oder was? Hier wohne ich. Ach, schön, ja. Nein. Nein. Ach, hört's auf. Genau, ich glaube. Wollen wir uns gar nichts weiter erzählen. Der Mann soll auf der Wache befragt werden. Polizeioberkommissarin Sarah Freitag informiert die Nachbarin, dass in der Wohnung des Paares ein Verbrechen stattfand. Es kommen gleich noch Kollegen von mir, von der Spurensicherung. Die müssen in die Wohnung von der Frau Heidkamp. Das wäre ganz toll, wenn Sie hier ein bisschen gucken, dass da wirklich kein anderer jetzt da vor der Wohnung rumschleicht, ne, dass da auch keiner reingeht. Ja? Ja. Und wenn die Kollegen kommen, können Sie denen sagen, das ist hier oben in der ersten Etage. Mhm. Und den Täter oder diesen Cousin würden Sie auf Fotos eventuell wiedererkennen. Da werden wir auch noch mal auf Sie zurückkommen. Den würde ich wiedererkennen. Okay, danke schön. Bitte schön. Egon von 1624. Der Egon hat. Ja, zur Information. Zum einen, wir haben einmal den Herrn Meier hier an der Wohnung angetroffen. Der ist jetzt bei uns im Gewahrsam. Zum zweiten haben wir eine Fahndungsergänzung zur Frau Heidkamp. Bei der Frau Heidkamp befindet sich womöglich eine männliche Person, ca. 1,90 groß, muskulös gebaut. Die Person soll mit in die Fahndung aufgenommen werden. Alles klar, haben wir verstanden. Dann bringt ihr mal bitte den Herrn Meier jetzt direkt zur Wache. Das tun wir. Ja, haben wir verstanden, sind unterwegs.